So, da, willkommen zurück zu XCOM, XCOM Declassified, dem Spiel, wo ich langsam versuche, nicht immer alle Texte zu übersehen. Es tut mir furchtbar leid, dass ich zwei Texte übersehen habe. War sehr ärgerlich. Ich werde versuchen, mich in Zukunft mehr danach umzusehen, ob ich nicht irgendwelche lustigen Texte noch finden kann. Ist mir wirklich ein absolutes Rätsel, wie das passieren konnte. So, ich habe noch was anderes probiert, und zwar, ich habe ein bisschen rumgegoogelt, wie man zur Hölle die Grafikoptionen in diesem Spiel verbessern kann. Also, das ruckelt ja in Kämpfen mal so ein bisschen unangenehm, das finde ich nicht schön. Und deswegen habe ich mal ein bisschen gegoogelt in der Kamera raus. Mach mal Physics aus, das soll voll was bringen. Dann habe ich jetzt auch mal gemacht. Mal gucken, ob das jetzt besser ist. Und jetzt mal so ganz nebenbei lore-technisch gefragt, warum sieht der Boden hier eigentlich so komisch aus? Also, verseuchen die hier auch mit ihren lustigen Delirium? Was machen diese lustigen Abflussrohre hier und alles und generell überhaupt? Da vorne liegen übrigens schon wieder Leichen. Ich hoffe, das ist nicht Dr. Weir. Dr. Weir? Es gab eine Dr. Weir in Stargate. Atlantis fällt mir gerade so ein. Noch mehr Leichen, aber... Oh, Munition. Haben wir einen besseren Roller? Ne. Ich warte immer noch darauf, dass wir irgendwann mal Alien-Waffen finden, aber ich denke mal, das kommt noch früher später. Wir sind ja eigentlich quasi immer noch im, mehr oder weniger noch im Tutorial. Oh, was ist denn hier? Ach so! Das ist einfach nur eine fiese Flachtextur, um nicht das Innenlevel zu zeigen. Ah ja. Ja, schön getrickst, liebes Spiel. Ja, ja. Weil das Spiel hat mich hier sowas, das irgendwie, das nennt sich Kleidungsphysik und. Was ist das für ein Riesenloch? Und ich glaube, das Kleidungsphysik war jetzt größtenteils daran schuld, dass hier die Performance unter aller Sau war. Weil jetzt sieht es auch schon mal deutlich besser aus, weil vorher auf diesem Platz hier war es nicht schön. Homecoming Week, Rosemont University. Dann gucken wir nochmal. Na gut, die liegen ja anscheinend schon länger, die Freunde. Boah. Enchantment an the Scars. Sieht übel aus. Hier drin kann keiner überlebt haben. Suchen Sie weiter nach Weir. Aha. Oh, ich sehe einen toten Alien. Hm. Da hinten steht jemand. Aha. Das wird wahrscheinlich nicht Dr. Weir sein, oder? Nicht schießen! Nicht schießen! Dr. Weir? Nein, ich bin Dr. Lawrence Bailey, ein Kollege von Dr. Weir. Der hat überlebt? Ja, wie zur Hölle. Was haben Sie hier zu suchen? Wissen Sie, wie gefährlich es hier ist? Ich weiß, aber Alan, Dr. Weir will nicht ohne seine Unterlagen gehen. Ja, oder? Wo sind diese Unterlagen? Was ist daran so wichtig? Sie beinhalten Jahre seiner Arbeit und Entdeckungen. Wenn Sie Dr. Weir brauchen, braucht er die Sachen. Aber die meisten habe ich schon. Passen Sie auf, dass ihm nichts zustößt. Wie hat er denn überlebt? Na gut, vielleicht hat er irgendwas Tolles, aber woran arbeitet er? Was ist so wichtig, dass er sein Leben riskiert, um es zu testen? Meine Theorie, oder besser unsere Theorie, besagt, dass es möglich ist, zwischen zwei Punkten im Raum nun so ziemlich alles zu übertragen. Sie glauben, so sind die Outsider hierher gekommen? Offenbar, aber mehr noch. Der Doktor und ich glauben, dass man auf diese Art auch zu den Outsidern gelangen könnte. Gegenschlag? Klingt ja nach einer sehr proaktiven Verteidigungstaktik, aber da möchte man einfach eine Basis. Genau, das ist eigentlich die wichtigste Frage. Keine Waffen, keine Ausbildung. Wieso leben Sie noch? Ich kenne mich hier gut genug aus, um nicht gesehen zu werden. Zumindest, bevor Sie mit dem Terraforming anfingen. Keime? Terraforming? Sie meinen diese Maschinen, die wachsen? Ja, und sagen Sie Alan bloß nicht, dass er sie studieren soll, sonst kriegen wir ihn nie dazu, von hier abzuhauen. Er kennt sich hier gut aus und das reicht zum Überleben und all die anderen, die hier wohnen, nicht, oder was? Wieso sollte ich das tun? Das könnte ich Sie auch fragen. Es macht mich nervös, wenn man meine Fragen nicht beantwortet. Verzeihen Sie, aber die sind hier durchgestürmt und haben jeden getötet, der sich wehrte. Meine Freunde, Kollegen, einige von denen sahen erst wie Menschen aus. Vor dem Angriff. Bei uns war es ganz genauso. Aber glauben Sie mir, das werden wir Ihnen heimzahlen. Alan kann Ihnen bestimmt helfen. Er ist sehr begabt. Tja, dann müssen wir ihn nur noch finden. Wie er in die Luft guckt. Er ist sehr begabt, guckt in die Luft. Nehmen Sie den Weg, auf dem wir kamen. Die Straße ist frei. Wir versuchen dann, Sie zu evakuieren. Treffen wir uns lieber am Labor beim Observatorium. Ich kann außer Sicht bleiben. Lassen Sie mich also vorgehen. Sie würden nur auffallen. Das schaffen Sie nie. Vertrauen Sie mir. Ich mach das schon. Aha. Ja, ich sehe die Bilder im Hintergrund. Barnes, wir haben Weirs Assistenten. Er sagt, der Doktor steckt im Labor unter dem Observatorium. Das liegt am anderen Ende des Campus. Geht hinten raus, da habt ihr freie Bahn. Gut. Schwer zu sagen, wie lange Weir dort durchhält. Where did I go? 7000 Meters. Was? Tank Failure? Achso, die Rakete. Ah, oh, die Material. Unglaublich komplex, Lawrence. Und sehr laut. Aber es gibt ein Schema. Tut mir leid, Alan, ich höre es einfach nicht. Und nicht für ungut, aber die Instrumente auch nicht. Ja, verstehe, aber ich weiß nicht. Ich spüre ein Schema in dem ganzen Chaos. Sie spüren? Tut mir leid, Doktor. Das
Das ist nur kein sehr wissenschaftlicher Ansatz. Sie sind ein helles Bürschchen, aber Sie müssen noch viel lernen. Ach, tatsächlich. Und was? Wir sind doch Systeme, oder? Instinkte, Gefühle sind einfach Komponenten dieses Systems. Warum sollte man sie ignorieren? Das sind reichlich archaische Ansätze. Archaisch? Was versteht ein Amerikaner von Archaik? Aber ja, die Wissenschaftslehre hat das Gespür abgeschafft. Die Wissenschaftler selbst aber nutzen es. Interessant. Lawrence, Sie sind ein brillanter Student. Aber wenn Sie über den Tellerrand der Vorlesungssäle hinausblicken wollen, müssen Sie lernen, Ihren Instinkt einzusetzen. Ja, ja, das verstehe. Ah ja, jetzt haben wir hier noch Text, wie es aussieht. Sieht aus wie Unterlagen von Lehrmaterial über Verschlüsselung von Signalen, Übertragungsmuster, elektromagnetisches Zeugs. Böhmische Dörfer für mich. Woher wisst ihr denn, wo Böhmen ist? Aber nicht für Weir. Darum brauchen wir ihn ja. Foto? Meister und Schüler. Interessantes Bild. Ja gut, dann haben wir das für unsere Böhmen. Was haben wir hier noch? Unsere beiden bedeutendsten Gelehrten. Aha, der Kollege scheint... Was ist das für ein lustiges... Was ist das für eine lustige Trophäe? Okay. Oh. Gut, den hat es zum Boden schärft. So, ich denke mal, ich darf wieder schießen. Schön. Habe ich jetzt eigentlich wieder genug Munition für meinen Scharfschützengewehr? Naja, so ein bisschen. Fork, hier ist eine Outsider-Waffe. Sie ist unbeschädigt. Alle, die wir bisher gesehen haben, sind explodiert, wenn ihr Besitzer starb. Die Jungs im Labor werden ziemlich scharf darauf sein. Ich sehe zu, ob ich sie sicherstellen kann. Vorsicht, Carter, das ist gut. Ein Nahkampfwaffe, die mehrere Laserstrahlen in Schreiwinkel verschießt, lässt sich aber schnell hintereinander abfeuern. Falle sein. Hoffen wir einfach mal, dass es keine Falle ist. Ich würde übrigens gerne mehr als zwei Waffen tragen. Die kann ich so einfach benutzen. Da ist das Observatorium. Jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Ja, und vor allen Dingen ohne gleich wieder in Widerstand zu laufen, was wahrscheinlich... Ach, graue. Warte, ich hätte gerne meinen Scharfschützengewehr nochmal für den Moment wieder. Ich kann ja kurz nochmal wechseln nach dem Kampf, aber ich glaube mir, das Scharfschützengewehr ist jetzt gerade für die Situation jetzt gerade viel besser. Entdeckung! Einfach weil die Viecher viel weniger Reichweite haben als ich. Oh fuck. Okay, so viel dazu. Solange meine Leute hinten bleiben, müsste ich das jetzt eigentlich alles hier... War der Rad unsichtbar? Einen Schützturm haben die auch noch. Was ist das? Aua, wer schießt denn hier auf mich? Ach, die schießen zurück. Dum-dum-dum-dum-dum. Aber den Schützturm kümmere ich mich später. Nachladen? Niemals. Ja, wenn ich rumspiele, ich mach das schon. Klack, 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 klack. Wir sind da. Karte hat schon ganz schön Schaden genommen. Da finde ich eventuell. Mir fällt gerade auf, dass mein einer. Mir fällt gerade auf, dass mein einer Mann ja schnell levelt ist. Stehe unter Feuer! Hä? Wie haben sie die gerade geschafft? Habe ich gerade den Typen, der eine Granate werfen wollte, erschossen, in dem Moment, wo sie gerade werfen wollte? Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ist er hinüber? Wann ist hier? Achso. Nur hat der Schützturm da? Hervorragend. So, zack, streue dieser mitgenommen. Ah, 7 Schuss sind jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Ich gerade eigentlich könnte. Aua. Durchhalten. Ich könnte ja mal kurz die Heilung. Aua. Er hätte den Schützturm vielleicht doch mal. Wo sind eigentlich meine Leute? Freunde? Warum steht der? Warum steht der so? Ach, der steht in der Wand, das ist ja dämlich. Na gut, da muss ich. Da muss ich mich irgendwann mal hoffen, dass er sich irgendwann mal entbuggt bei Gelegenheit. Der soll sich bitte mal zu mir bewegen hier, weil ich möchte ja nicht alleine gehen. Ich denke mal, das. Macht euch bereit! Bereit! Ach, der schießt ja schon wieder mit seiner dummen Nahkampfwaffe. Ich sitze in der Klemme! Ja. Jetzt habe ich übrigens schon mal vergessen, irgendjemand hat mir einen Tipp gegeben, was für Truppen ich mitnehmen sollte. Sie rücken vor! Was sollen wir tun? Sie rücken vor? Niemand rückt hier vor. Wir sind alle tot. Ziehen wir weiter. Wir können über diesen Vorplatz. Steht Wache. Ah, die sehen auf jeden Fall auch nicht alle fit, besonders fit aus. Haben wir hier noch? Was ist denn das hier? Energiemagazine ausgezeichnet.
So, gucken wir uns mal. Oh, die habe ich auch. Ne, die habe ich nicht erschossen. Das war definitiv nicht ich. Weil die Leichen, die zu fancy aussehen, also zu kaputt, das ist. Wo war ich doch? Das doch. Habe ich denn alle den Kopf weggeschossen? Sind das eigentlich Roboter, die Viecher? Die sehen so robotisch aus. Also ich glaube, es wäre am besten, einen Commander noch was anderes beizuhaben. Ich habe irgendwie. Ich habe ja jetzt einen Commander bei. Commander, hat es in Ordnung? Ja, ja, es läuft wie ein Länderspiel bei mir. Heilung aktiviert. Machen wir mal wieder Heilung. Achso, hier, oh, ich kenne ja Luke Rainham, kann ich ja leveln. So, was kann denn jetzt Schönes? Kugelschütze. Oh, das ist ja cool. Das möchte ich mir mal angucken. Was ist denn das Schönes? Der Support Agent kann einen schweren Schildgenerator einsetzen, der kurz jeden Beschuss ablockt, während sein Team aus der Deckung heraus feuern kann. Krasser Scheiß, also das klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr nützlich. Also Kugelschild auf jeden Fall 1 plus. Der Support Agent, ja, ja. Diese Minen haben ganz schön viel Reichweite. Aber gut, dass die so mega verzögert sind. Keine Tretminen sind. Hätten die einen Hut? Kann ich den Hut mitnehmen? Ich sehe wie doof aus mit diesen Dings hier. Ich, das ist, ich hätte lieber. Oh, was haben wir da? Ach, das ist wieder so ein Explosivding, weil ich nicht anschießen möchte. Also noch mehr Minen. Nö, noch mehr Leichen auf jeden Fall. Noch mehr Zeug. Was? Das ist voll das Magazin? Das ist. Muss man was upgraden können, dass ich mehr Munition mitnehmen kann. Das ist ja ein Elend hier. Ah, rechts steht jede Menge Munition. Das ist, lässt schon mal aufs Beste hoffen. Ja. Vor allem, wir alle drei Gewehre in der Hand haben. Oh, ist das ein großes Geschütz? Ungünstig. Okay, das Ding ist mehr nur so eine Schrotflinte, habe ich dieses Gefühl. Also ich möchte ihn eigentlich gar nicht so nach hier bewegen. Da Deckung nehmen, da drüben! Ändere die Position! Ja, wo könnte er hier stehen? Na, hier steht er doof. Dann mal hier. Vor. Aua, 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 aua. Ich brauche Unterstützung! Spotten? Erstmal die kleinen. Auf dieses Ziel konzentrieren! Du? Kannst du mal die Chefstimulanz einsetzen? Ja, genau hier. Ich weiß gar nicht, wie viel Reichweite das hat. Ah, das Ding hat nur noch einzelne Angriffsvektoren. Das ist ja witzig. Oh. Gehen Sie in Deckung. Heilung, Heilung, Heilung. Ja, haltet den Druck aufrecht. Bin in Position. Das ist eine scheiß Position. Ich fand die ja nicht super. Achso, naja, dann kannst du dich da nicht irgendwie hinter ducken, Frontblase? Dann zieh ich ja halt mal ein bisschen. Dann zieh ich halt mal ein bisschen zurück, während ich jetzt mal. Jo! Ja, zumindest wird er jetzt nicht mehr von großen Dings angegriffen. Ah, verdammt, wie ist es. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie schnell so eine Energiewaffe nachlädt. Scheinbar nicht so lange. Ja, den großen Roboter haben wir in der Tat fast, aber. Der bringt ja leider noch Freunde. Oh. Das ist eine schlechte Position oder ist eine gute Position? Ich habe das gerade nicht so ganz verstanden. Du kannst auf jeden Fall erstmal buffen. Machen ja, genau. Sie die Stimulantien bereit. Stimmt's bereit. Und du, steht er hier super. Ich bin bereit. Ich brauche die Unterstützung. Das Ding einfach umdreht. Hat das Ding ja nicht nur eine schwache Seite? Ach so. Aua. So. Oh, falsche Waffe. Bin unter Beschuss. Ja, wir können zum Glück wieder heilen. Heilung aktiviert. Heilung ist eigentlich die beste Fähigkeit, die wir haben können. Ich kann noch ein neues Energiemagazin. Ah, das ist eine Scheißposition. Na gut, dann, wo sind denn meine Leute überhaupt? Ja, die stehen gerade in der Tat ein wenig ungünstig. Freunde, rennt mal wieder hier hin. Runter! Setze mich in Bewegung! Ich könnte mir auch mal dringend ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Also eigentlich. Roger, ich rücke vor! Also eigentlich richtig schnell. Bin in Position! Ich brauche hier Unterstützung! Das ist übrigens ein Sektopode. Oder jetzt hier Munition noch? Kann ich die gar nicht aufnehmen, Geschäftsstation? Doch, kann ich. Was ist eine schlechte Position?
Die Position ist super! Wir können damit bloß nicht umgehen! Wir haben den. Das. Ding! Ja, der sieht auch direkt wieder auf. Ach, siehst du, ich hätte ja vielleicht noch ein bisschen die. Das Areal ist umstellt! Das Areal ist umstellt, das ist nicht gut. Ich will gerade sagen, ich hätte ja ein bisschen vielleicht die Umgehung nutzen können, diese Explosivdinger immer zünden. Naja, gut, das ist. Ah, da hinten ist ja noch so ein Ding. Das ist was anderes. Hier ist auch wieder ein Streulöser. Ah, nehmen wir noch einen mit. Man kann ja nie genug Munition für sowas haben. Homecoming 62. Go Eagles. Das kennen wir schon. Ein bisschen traurig, dass es nichts geworden ist. Die haben sich sicherlich ganz toll gefreut auf ihr Football-Event, denke ich mal. Ups. Ich sollte Witcher und Büro nicht immer parallel spielen. Weil in Witcher ist benutzen linke Maustaste und in diesem Spiel ist es offensichtlich eh. Ich habe übrigens keine Granaten mehr, das ist ein bisschen schade. Ja, das, der Streulaser ist auf jeden Fall sowas wie eine. Wie ein, also der ähnelt einer Pumpgun sehr doll, aber er schießt halt schneller. Und macht vor allen Dingen viel mehr Schaden. Also jetzt hätte ich gerne noch eine Entfernungs-Alien-Waffe, dann wäre ich zufrieden. Oder am besten so ein. Ja, so ein Sturmgewehr wäre gut. Sturmgewehr wäre eigentlich genau das, was ich brauche. Was haben wir hier? Lustige Fußstapfen, die sind ja weit gekommen. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass die ganzen Zombies hier irgendwann mal auf die Idee kommen, wieder aufzustehen. Ich hoffe übrigens gerade, dass ich keine Text übersehe, aber diese Wände hier sehen eigentlich alle so leer aus. Dass hier hoffentlich. Dass hier hoffentlich keine Texte rumliegen. Wenn hier liegt nur so Zeug auf dem Boden. Ich bin wirklich besorgt. Nicht, dass ich mir wieder anhören muss, dass ich Text übersehe. Und das, wo ich doch eigentlich Text suche, mir eigentlich das größte Vergnügen ist. Packplan-Skizze? Außer so eine Schafe zum Pack. Alle Waffen versuchen mehr. Jawohl, das ist auf jeden Fall meins. So, warte, jetzt kann ich das auch. Neu ausrüsten. So, genau. Ich hab jetzt ein Dings und Wenham. Ja, der könnte auch mal leveln hier. Das ist am besten. Ich bleib bei den beiden erstmal. So, warte, jetzt kann ich hier. Das ist jetzt ein anderer Rucksack oder was hier? Gewehr, Standardpack. Jetzt kann ich das Schaf zum Pack mitnehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als das Standardpack. Das ist einfach nur besser. Ach, ich hab das. Ach, das kann ich. Das sollte ich vielleicht auch mal machen, das anheben, ne? Kräfte. Jo. Achso, ich hab das nicht gelevelt, oder? Doch, hab ich. So, warte mal, dann noch die anderen beiden Agenten. Das ist die Fähigkeiten umschalten. Ach so, ansehen. So, aber da kann er jetzt auch noch das Pack mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wie gut er das. So, er hat die Maschinenpistole. Ja, gut, ich kann leider. Achso, wir müssen nicht. Selbst wenn ich wahrscheinlich die Energiewaffen nutzen könnte, müsste ich wahrscheinlich trotzdem vorher noch das Dings auswählen. Das müsste ich erstmal nach Hause bringen zum Labor. Sonst kann man die Waffen nicht nachbauen. So. Ah, das sieht ja jetzt schon mal ein bisschen futuristisch aus, das Schafe zum Pack. Da ich ja sowieso eigentlich sehr auf Kopfschüsse ansetze. Und was ist das hier? Sieht ein bisschen so aus, als hätten die Combine hier was gebaut. Du bist schon, die aus Half-Life. Oh, das sieht hier so schon entfernt. Oh, ich hätte gerne mein Schaffensgewehr wieder. Mein Gott, es ist überall. Wie sollen wir das stoppen? Soll das mit dem ganzen Land geschehen? Dann kämpft! Halt uns nicht. Aha. Was haben wir hier Schönes? Munitionslager, schon, die kenne ich jetzt. Achso, jetzt kann ich hier. Hä? Streulaser. Schön, dass da ein Streulaser ist. Laser-MP. Laser-MP. Exklusives Fass. Kann ich mich nicht irgendwie vorher schon decken? Kontakt! Sie halten ihre Stellung! Ah, die Position. So, Freunde, kommt mal einfach direkt neben mir. Deckung nehmen, da drüben! Du packst direkt mal die Stimulanzien auf den Tisch. Ja, am besten wir hier. Wir brauchen einen Boost! Zielgebiet erreicht! Ich sehe hier gerade ein großes Problem mit dem Geschützturm. Commander, Sie sind verwundet. Ja, ich merke das schon. Druck aufrecht! Achso, wir könnten ja natürlich auch mal kurz das Kugelschild hier aufstellen, dann kann ich vielleicht. Schirmen Sie diesen Bereich ab! Schild ist oben! Ja, ich hätte vielleicht vorher nachladen sollen. Ich hoffe, die Granate bringt uns nicht um. Ich helfe Ihnen, Commander! Der Schild ist unten! Ach, fuck. Sie sind wieder okay. Danke, das war bitter nötig. Wann haben wir den Schild denn das nächste Mal wieder? In 30 Sekunden? Wo ist denn der andere Typ hier? Na gut, da steht er nicht. Die stehen ja nicht alle beide ziemlich gut. Der Geschützturm muss weg! So. Ah, die haben wir noch. Ne, die haben nicht noch einen Geschützturm. Ja, Medikamente wäre tatsächlich eine Maßnahme, aber. Leider erst in 15 Sekunden, Freunde. Vielleicht haben die in die Granate geworfen.
Retten die sich ja nicht selber? Wir nehmen aber wieder auf, die Kollegen. So, und jetzt können wir auch wieder heilen. Heilung aktiviert. Och. Retten die sich nur selber oder nicht? Das ist doch am besten, wenn die Gegner Granaten auf mich werfen. Mal wieder Schotti. Wie ich so gerne mein Scharfschützengewehr wieder hätte. Ach, da hinten ist wieder der letzte, oder? Leider ist Carter nicht der Mann, um Position zu stürmen. Sonst könnte ich immer. Da hinten ist doch noch einer. Sonst könnte ich jetzt schön mein. Ich weiß nicht, diese Wüstchen Wände sind irgendwie nicht so. Das ist nicht meine bevorzugte Deckung. Was? Ja, mein Commander? Wenig Munition? Was die hier schon wieder alles auffahren? Was kann ich tun? Ja, was wir machen können? Ich bin verwundet! Brauche Schild aufbauen! Dort! Kugelschild! Du bewegst dich auch mal zu mir, weil. Entdeckung! Roger, ich rücke aus! Ey, der Schild ist wirklich gut. Nur meine Flakkanone hier ist nicht so der Wahnsinn. Und vor allem die Tatsache, dass mir gleich die Munde ausgeht. Was mich daran erinnert, dass da hinten noch Munition rumlag. Oh, Port ist auch aufgestiegen. Das ist ja schön. Wenn der jetzt nicht stirbt. Wir hätten unser Schild noch, warte mal. Team Pocket? Wir rücken vor! Jetzt steht Carter natürlich doof rum. So, da sind wir. Carter! Bin unterwegs! Weil wir können hier auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, der vorletzte Mann. Ja, da hinten ist noch einer, aber der ist jetzt erstmal gerade mir Wurst. Ich hoffe, der ist nicht so stark, weil wir müssen hier nämlich auf jeden Fall. Setze mich in Bewegung! Ich möchte auf jeden Fall hier den. Den Schildcommander zusammenschießen. Wo muss denn da überall lang rennen? So, die beiden müssten auf jeden Fall erstmal gerade ordentlich Deckung. So, hallo, Kollege! Mal gut, dass meine Leute davon. Ja, dann haben wir gesagt. Ich hab schon voll. Ha. Meine Leute haben auf jeden Fall gerade gut abgelenkt. So, ich hoffe, die sterben da hinten jetzt nicht ganz unglücklich an den Typen. Die Schilde geben nach! Ja, Odun! Haha! Und ich habe immer noch nicht meine Katerfähigkeit eingesetzt, dass ich Leute hochheben kann. Das hätte ich vielleicht mal den Typen mal lieber tun sollen. Was kann der jetzt? Impulswelle. Aha. Schlagen und stoßen Sie Feinde in der Nähe zurück und verwirren Sie sie. Der Schaden ist gering, aber man kann Gegner auf Abstand halten oder in eine Falle stoßen. Das klingt super. Das werden wir dann gleich mal in der nächsten Folge anwenden. Wenn es dann wieder heißt, The Bro, XCOM Declassified. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.